Willkommen hier in der Bayer Arena, liebe Zuschauer. Das Wetter ist gut, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen Darmstadt 98. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Edmond Tapsoba spielt mit Jonathan Tah in der Abwehr. Florian Wirtz steht im Zusammenspiel mit Jonas Hofmann auf dem Flügel. Und im Sturm sollen es in dieser Partie heute gleich drei Stürmer richten. So beginnen die Gäste heute. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. Danke an alle hier in der Arena. Und jetzt viel Spaß bei dieser Partie. Anstoß Bayer. Und damit läuft das Spiel dann endlich. Gut verteidigt. Super Pass jetzt. Aber dann fehlt so die letzte Konsequenz. Angriff bringt nichts ein. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Wer wird heute der wichtigste Spieler sein? Viele vermuten, dass vor allem Florian Wirtz diese Rolle spielen könnte. Also mit dem Ball am Fuß, da gibt es nur wenige, die so viel drauf haben, die so zaubern können. Wenn dann noch Zielstrebigkeit dazukommt, dann wird es gefährlich, dann fallen die Tore. Jetzt die Hereingabe. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Sie machen schon sehr früh Druck. Guter Vorstoß da jetzt. Super Tackling. Sie bieten sich an. Jonas Hofmann. Bayer weiter mit dem Ball. Schöne Pässe jetzt. Aber dann werden sie zu leichtsinnig. Ballverlust. Palacios. Vielleicht jetzt mal Bayer 04. Wird das die Führung? Pfosten. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Kein Tor, es bleibt erstmal beim Unentschieden, weil das Alu was dagegen hat. Mein Gott, ist da Pech dabei. Den Ball holt er sich, gut gemacht. Melem. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. Jonas Hofmann. Darmstadt mit dem Ballgewinn. Viel mit Auge. Einfaches Ding für Radetzky. Es ist weiter enorm eng hier, 0-0. Auch beim Ballbesitz hat keiner echte Vorteile.
Das ist so ein Spiel, wo vielleicht die eine Einzelaktion am Ende für die Entscheidung sorgt. Vielleicht können sie uns bei diesem Angriff jetzt mal was zeigen. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, er schnellt sich. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Ja, jede Menge Druck jetzt. Der Schuss. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhand. Ecke kommt. Die Szene geht weiter. Kein guter Befreiungsschlag. Jonas Hofmann. Flanke geht in den Strafraum. Sie ziehen davon unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Weil sie bringen den Ball nicht richtig raus, die Szene geht weiter und dann fällt der Treffer eben doch. Also da musst du konsequenter agieren. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Da hören wir den Pausenpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Der kann definitiv mehr. Er kommt nicht so richtig zum Abschluss. Hat es richtig schwer in diesem Spiel. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Der Ball ist draußen, da haben sie ihn gut gestört. Tapsoba. Palacios. Hofmann. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Zimmermann. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Da sind Mitspieler frei. Gefährlich, der Steilpass. Weiter Gefahr nach Radetzkis Abwehr. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Grimaldo. Der landet beim Torwart. Da geht der Ball zum Gegner. Da könnte jetzt was entstehen. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter.
Klasse, diese Parade. Ja, wie hat er den denn noch gehalten? Das war ja unglaublich. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Ball kommt gut, aber er ist da, macht er ganz sicher. Jetzt wird hier gewechselt. Die Nummer 25, Ezequiel Palacios. Neue Demokratie, die Nummer 8, Robert Andrej. Kurze Ecke. Zug nach innen. Zimmermann setzt sich klasse durch. Chance zum Konter jetzt. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Da ist die Flanke. Sie sind mit 3 Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor, wieder so eine schöne Aktion. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter und dann wunderbar eingeköpft, muss eigentlich nur noch den Kopf hinhalten, aus dem Stand, sieht lässig aus, technisch gut. Der Leverkusener Sieg wird immer realistischer. Damit liegen sie hier schon mit 3 Toren vorne. Den Zweikampf führt er sehr gut. Grimaldo. Adam Lozek. Grimaldo. Hofmann. Am Ball ist Grimaldo. Jonas Hofmann. Robert Andrich. Die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Wirtz. Schöner Pass. Den spielt er in den Lauf. Da gehen sie nochmal dazwischen. Glück gehabt. Die Chance wäre gut gewesen. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wende. Leverkusen mit dem Wechsel. Kurz ausgeführt. Wirtz. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Vielleicht die Konterchance. Jonas Hofmann. Sie haben den Ball. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Grimaldo. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Ja, setzt sich schön durch. Immerhin noch das Tor, aber... An der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Ja klar, liegen zu deutlich hinten, da geht nichts mehr. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt. Das ist ein tolles Tor.
Da kommt der Schlusspfiff. Der Sieger dieses Spiels heißt Bayer Leverkusen. Es wird also dieser klare Ligasieg. Sie lassen gar keinen Zweifel aufkommen. Das war schon wirklich stark heute.